Die Top-Clubs sollen aber schon ein Auge auf ihn geworfen haben. Ja, Bayern München, die flitzpiepen die. Florian Kohfeldt kriegt im Moment Lob von allen Seiten. Matthias Sammer, Didi Hamann, auch Niko Kovac, der Trainer von Eintracht Frankfurt, hat sich äußerst positiv über den Trainer geäußert. Naja, und wer so viel gelobt wird, der ist halt interessant. Und wie wir erfahren haben, haben auch die Top-Clubs inzwischen ein Auge auf Florian Kohfeldt geworfen. Mehr lest ihr dazu in der Deichstube. Und wir haben uns mal bei den Werder-Fans umgehört, ob sie sich vorstellen könnten, dass Florian Kohfeldt da irgendwann mal nachgeben könnte und Werder schon früh verlassen könnte. Mögen Sie den Kohfeldt-Fußball? Ja, der gefällt mir besser als davor. Haben Sie keine Sorge, dass Florian Kohfeldt, der jetzt so gute Arbeit hier leistet, schon schnell zu einem anderen Club gehen könnte? Ach, das weiß man ja nie. Ne? Wir hoffen mal, dass er da bleibt. Angeblich sollen schon die Top-Clubs so ein bisschen die Fühler ausgestreckt haben. Das mag sein, das weiß ich nicht. Können Sie sich denn vorstellen, dass er nach wenigen Monaten schon sagen würde, okay, ich gehe die nächste Stufe nach oben? Das glaube ich nicht, nein. Ich glaube, es gefällt ihm gut bei Bremen und dass er noch einige Jahre bleibt. Ich glaube, dazu ist er zu geerdet. Er würde vielleicht erstmal ein, zwei Jahre gut in Bremen arbeiten und dann mal schauen. Aber muss man in diesem heutigen Fußballgeschäft nicht vor allem Angst haben? Ja, muss man. Aber gerade das ist das Unvernünftige auch daran. Und ich glaube, man kann sich seine Karriere auch versauen, wenn man zu früh den Wechsel anstrebt. Nee, ich glaube, der bleibt. Warum so sicher? Habe ich einfach das Gefühl. Magst du ihn? Ja. Was findest du gut an dem? Denn man sieht, dass er für Werder kämpft und dass er auch liebt, mit dem Verein zu sein. Und das mag ich halt. Also kann er noch lange bleiben hier? Von mir aus sehr gerne, ja. Ich fand ihn schon als Co-Trainer prima. Ja? Ja. Und warum hat es dann da nicht besser gelaufen? Ja, da hat er nicht so viel Einfluss, glaube ich. Also ohne den Cheftrainern zu nahe zu treten. Aber die wollen natürlich ihren Stempel draufsetzen. Ich glaube, der Herr Kohfeldt hat eine andere Mentalität reingebracht. Ich befürchte, das ist ein guter Trainer. Sie befürchten das? Ja. Heißt das, der spielt die Sorge schon mit, wenn der zu gut ist, dann ist er schnell wieder weg? Nein, der geht nicht weg. Ja, der ist nicht aufgewachsen, der geht nicht weg. Die Top-Clubs sollen aber schon ein Auge auf ihn geworfen haben. Ja, Bayern München, die flitzpiepen die. Ja, vielleicht nicht Bayern, aber vielleicht Dortmund, vielleicht Gladbach, vielleicht Leipzig. Ich glaube, das macht er nicht. Der ist froh, dass er es hier so gut hingekriegt hat. Der wird das nächste Jahr noch genießen hier. Und dann muss man mal weiterschauen. Dann schaut man weiter. Fußball ist so schnelllebig, was im halben Jahr weiß, weiß auch kein Mensch. Der Florian Kohfeldt ist auf einmal in den Blickpunkt gerückt, auch von Top-Clubs. Angeblich sollen sie sich schon so ein bisschen die Fühler ausgestreckt haben. Machst du dir Sorgen? Eigentlich nein, weil ich glaube, er ist auch ein Bremer Junge und ich denke, er wird bei Werder bleiben, ja.